Also die zukünftig größte Herausforderung ist eigentlich die Verdichtung, ohne die Freiräume von Berlin zu opfern und ohne die Qualität von Berlin dadurch zu beeinträchtigen. Wir haben natürlich im Moment, und darum ist der Saal heute hier so voll, dieses Thema hohe Mieten, hohe Preise, also dieses Thema eines sehr angespannten Marktes gerade, den man natürlich mit geeigneten Instrumenten begegnen muss. Aber langfristig in der Stadtentwicklung gilt es eben, das einfach auszubalancieren und nicht zu vergessen, eben wie eigentlich auch zukünftige Fragestellungen sein können, dass wir die Qualität weiter aufrechterhalten müssen, dass wir eben den Bestand letztendlich auch weiter pflegen müssen, dass wir nicht nur auf Teufel komm raus neu bauen müssen, sondern dass wir sehr, sehr viel einfach auch im Bestand regeln müssen. Ja klar, also die freien Immobiliengesellschaften müssen erstmal auch ihren Gewinn erwirtschaften, weil sonst wären sie keine Gesellschaften. Insofern müssen wir höhere Erträge haben als Kosten in der Erstellung von Immobilien und auch in den Mieten. Ich würde da aber sagen, dass eigentlich hier zum Beispiel die Genossenschaften ja auch freie Unternehmen sind oder andere Akteure sich durchaus als solche erweisen, die hier gute Quartiere bauen können, die auch preiswert bauen können. Man muss hier einfach sich die Mühe machen und die Spreu vom Weizen trennen. Mein Input wird sein, nur 1% pro Jahr des Wohnungsbestandes sind Neubau. Nochmal dieser Punkt, den ich gerade schon betont hatte, wir müssen sehr, sehr viele Bestand machen. Wir müssen überlegen, ist die weite Wohnfläche, die wir haben, also 45 Quadratmeter pro Nase, gerechtfertigt? Sind auch soziale Unterschiede, die wir in der Wohnnutzung haben, gerechtfertigt? Also mein Plädoyer ist eigentlich eher, in die Bestandshalter reinzugehen und nicht nur auf den Neubau zu schauen. Eine klare Positionierung, auch immer wieder dieses Thema, wofür sind denn eigentlich all die engagierten Bürger hier, was bewegt sie, an welchen Dingen muss man wirklich arbeiten. Ein bisschen Sorge habe ich natürlich davor wieder, dass es nicht nur sachlich, sondern sehr emotional sein könnte.